So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Ein Paukenschlag bei der letzten Folge. Immer noch im Livestream mit dabei ist der gute Ösi, Bruce Willis, die Tina, unsere geile, sexy, ja, ihr wisst schon. Und wir gehen wieder zurück ins Geschehen. Viel Spaß. Bin wieder da. Willkommen zurück, ich versuch's gleich nochmal. Hier, kleinen Flitzki. Handover aus. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr, ne? Geht nichts mehr. Das Wurf, das war Stirb langsam 10 war das. Oh, geil, vor allen Dingen, wie du den einfach voll gelandet hast, Mann. Ja. War sehr, sehr geil. War richtig gut. Ich nehme übrigens nebenbei auf für YouTube, falls das jemand kennt. Ich bin ja so ein Cam-Fuzzi, ich habe ja immer so eine Kamera dabei. Und hast du nicht den Stream noch? Auch noch, aber ganz ehrlich, das war genau das Ende. Genau dieser Unfall war super. Weil der hatte ich gestern. Mega noch. Geil. Okay. Wollt ihr eine schöne Flug sehen von mich? Wenn wir dabei nicht sterben, warum nicht? Wir brauchen noch Tina. Tina, bitte mit 7% Tina. Nicht sterben. Ja, ja. Tina, bitte komm, wir holen dich ab. Wo bist du? Position, Ende. Ende, Ober, haben wir verstanden, ein Kühlschrank. Also bei dieser Stunt, wir werden sterben zu 40% nur. Nein, nein, will ich nicht. Wir haben voll die geilen Sachen dabei. Ich will jetzt nicht sterben. Hallo, komm her. Okay. Er sagt ja, nur zu 40. Ja, dann. Ja. Was? Ja, damit kann Leute, ich habe kein SRS bekommen hier. Das Hochwand über die Stadt ist voll gut. Komm rein jetzt. Das kriegt jeder von uns Einsteigende. Martina, Roger, Einsteigende. Ende, Ufer, aus, mach auf. Komm mal hinten rein. Komm mal hinten rein, Tina. Jetzt, mein Gott. Nicht in den Kofferraum. Hinten einsteigen. Rücksitze, nicht Kofferraum. Mann. In den Kofferraum. Nicht immer wie damals. Ey! Ja. Ey! Was warum funke ich eigentlich halt die ganze Zeit? Das weiß ich auch. Ja, du funkst die ganze Zeit. Das mit dem Overende Auswitz, das war einfach mal lustig. Ja, vor drei Folgen. Ja. Vor drei Folgen. Im Livestream, Alter. Ich hab nicht, wenn ich das gesehen habe, ich hab mich so weggeschmissen, Alter. Ey, ich konnte nicht mehr. Er hat nur noch lol lesen sehen. Ja. Wir haben einen krassen Salto Black Suplex gemacht mit dem Auto hier und sind auf den Rädern gelandet und weitergefahren. Das kann ja mal passieren. Ja, wir haben, glaube ich, einen dreifachen Salto in 200 Metern Höhe gemacht mit dem das Auto. Das war und danach kam die Nachricht, dass Hovern über Stadt ist nicht erlaubt. Ich glaube, die haben uns gemeint. Haben. Ja, also die Stadt ist schon in die Hände gesendet. In die Straße. Das Oberen der Stadt ist nicht erlaubt. Ich will wieder auf die Rückbank. Gehört da sicher. Wollt ihr einen Dreier machen? Nee. Also ihr könnt Dreier machen und ich um ins Sandwich. Ah, Bruce. Nee. Ein Traum. Nee. Ja, wir kommen nicht klar auf den Spruch gerade, ist alles. Ja. Oh Mann, ja. Ja, super, ist jemand. Läuft, ja, Mann. Die Straße ist da drüben. Oh Mann, ey. Ich meine, oh, scheiße. Oh, das sieht aber gut aus noch. Ja. Wir haben einen Unfall gebaut. Endover. 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 Geh mal weg von den Autos. Achtung, Vorsicht. Krasser Move, ne? Kerosinspiegel. Ich bin übrigens verletzt. Ich sehe weiß irgendwie. Ja, mir geht's auch scheiße. Ich glaub, warte mal. Ah ja, ich habe noch so eine Bandagen dabei, ne? Ich hab Kopfschmerzen. Auf welche Taste habe ich das nochmal gelegt, den Scheiß, ey, verdammt. Mit H habe ich's gemacht. Wahrscheinlich hast du auch H. Ich hab's bei mir auf Ü. Die überlebe. Ah, verdammt. Oh, der war aber. Hey, das war das Staus, was du heute gesagt hast. Ja, ich hab vorhin auch einen Spruch gemacht. Ja, hab ich nicht. Ich gesagt, Chef kann nicht, Chef ist beschäftigt. Ja, ich kann. Aber kann mich jemand. Mag mich jemand anfassen und mich heilen? Ich will dich auch nicht. Okay, ich hab leider nichts dabei. Ja, ich hab was dabei, aber. Oh, Tina, hallo. Du kannst ja auch. Achso, du kriegst das nicht auf, ne? Oh, der war geil. Das Hoffmann über der Stadt ist nicht erlaubt. Also, Tina, Mann, ohne Scheiße. Dein Körper. Mhm. So einzigartig, Mann. So, was ihr heute macht überhaupt?
Du wolltest uns den Sprung zeigen. Ja, den habe ich mir schon gemacht. Ich habe noch einen auf Lager. Diese graziösen Finger, oh, Dina. Oh nee. Du, Dina. Oh Gott, oh nee, was machen wir denn gerade schon wieder hier, oh Gott. Aber wenn wir anders fahren? Wir müssen umsteigen in ein anderes Auto, ja? Irgendwas Langsames, etwas Sicheres. Nein, Schnelles. Ja, sicher? Unsicher und schnell. Mit extra Angaben, als Sicherheitsgurt. Werden wir dabei sterben? Kann mir jemand... Ja. Kann mich ja, jemand... Wenn ja, möchte ich nur an... Hallo, ich möchte Aufmerksamkeit. Als ich 12 AK-12s in meinem Rucksack habe, mindestens. Und ich habe eine Barrette. Ja, Aufmerksamkeit gewährt, Ende. Dankeschön, mehr wollte ich nicht. Das sind fast 50.000 Mark. Warum du hast 12 AK-12? Ich habe 12 AK-12. Warum teilst du nicht? Weil das für mich und meinen Statisten hier ist. Okay, du ganz kurz, der Mann, vor dem ich Angst habe, der Fahrer, der schon wieder ins Gebüsch reinfährt. Ja, ich wollte dich nicht ablenken, sorry, aber ich bin immer noch verletzt. Ja, ich auch. Ich glaube, es fehlt schon wieder ein Reifen. Rot verletzt oder nur Steifen? Wo sind deine Haare hin? Welche? Ich will es nicht sagen, ne? Aber dir fehlt ein Vorderreifen. Du, Tina, bei dir fehlt alles, Mann. Ohne Scheiß. Danke. Du beschwerst dich nicht über so einen Reifen, Mann. Ich sitze im Boden. Du denn oder nicht mehr? Ich höre Sirenen. Wenn du willst, ich kann dir einen Snickers geben. Ich bin... Oh, cool, was war das denn? Ich hab nur Schmerz. Kopfweh. Okay. Ich höre die Cops. Blutest du? Nee, ich hab nur so weißen Schaum vom Mund. Ah, okay, dann ist das toll gut. Also ja. Ich habe ja gehört, dass die Straßengesetze verschärft wurden, aber ich glaube, mit einem Reifen weniger rumfahren, ist trotzdem verboten. Warum soll es verboten sein? Weiß ich nicht. Ja, ist doch egal, Mann. Es gibt auch drei Räder. Aber weißt du, wir leben hart. Hovern über der Stadt ist nämlich auch verboten. Ja, Mann. Wir leben on the edge. Roger. Mann, Alter. Es ist schön, dass es... Ich weiß zwar nicht, was unser Fahrer jetzt schon wieder vorhat, aber... Ich habe nur keine Lust, die Sachen zu reparieren, deswegen fahren wir in den Dreier. Wohin fahren wir? Zu was? Zu das Garage. Ah, guck mal, da steht einer in Gelb. Ey, wenn das jetzt ein BMW wäre, könnte ich so einen schönen Witz machen, Alter. Jetzt ist es ein Dreier BMW. Wer ist das eigentlich? Was? Wer funkt die ganze Zeit? Tina. Nein, bin ich nicht. Das ist ja Lappen, was neben mir. Hallo, wer macht das jetzt wirklich? Ich mach das nicht. Tina! Das ist auch wieder scheiße. Ich geh zu einem Pimmelberger, der hat durch den String. Kann man, guck mal, kann ich reden und das gleichzeitig drücken die ganze Zeit? Nein, also. Genau, bei mir genauso. Kann ich reden und das gleichzeitig drücken? Ihr geht mir alle so hart auf den Sack, ich hasse euch jetzt schon, ey. Ihr seid eine tolle Truppe. Was ist denn jetzt für ein Auto? Warum denn weiß? Nee, das ist ja grau. Ich will hinten sitzen. Ich will mich auf Tina setzen. Oh, ich hab V gedrückt. Ich hab mir glatt, sie sieht das mega geil aus mit dem Strohhalm. Das Auto ist aber, das geht ja mal ab, ey. Alter, ja. Ja, und meine Mütze guckt nicht durch die Decke. Das ist viel besser, das steht uns viel besser, das Auto. Also ich, was hat der vor, Alter? Mann, er wird ja noch schneller. Das kann sehr gefühlt sein, das. Ich hätte wieder das andere Auto. Mir wurde auch empfohlen, nicht in das Auto einzusteigen von dem Fahrer hier. Ja, stimmt, wir hätten ja nicht einsteigen können. Naja, wir hätten auch die Wahl gehabt, ne? Ja. Jungs, wir hatten die Wahl. Ich sag's nur mal mit Funk, nur damit ihr es versteht. Wir hatten die Wahl. Habe verstanden. Nehme die letzten Sekunden meines Lebens auf Band auf. Ich hab, was ich sagen wollte. Weiß ich auch nicht mehr. Lass uns bitte über den Funk reden, da fühle ich mich sicherer. Oh Mann, okay, habe verstanden. Aus. Ende, Ende. Vorsicht, Auto, rechts hier hinter uns. Oh Mann. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt sind wir wieder langsam, jetzt ist okay. Ja, jetzt ist wieder entspannt, jetzt wird er wieder normal. Ich will es nicht sagen, ne, aber ich habe locker Sachen im Wert von 1000 Sachen dabei. Also ich habe bestimmt für so 300 Dollar, ich will schon Sachen einstecken. Was hast du denn eigentlich für Fahrer? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wir sind tot. Alter, okay, what the fuck? Jetzt sind wir tot. Alter, Unfall, Hilfe, sofort anhalten, ich brauche Hilfe. Ja, ich habe den Sprung verfehlt. Du kannst aber nix, Mann, ey. Leute, ich weiß, warum wir alle sterben. Moment. Ich hab Bondage dabei. Was mach ich denn mit Bondage? Achso, das ist Bandage. Hab mich drum gekümmert. Tina! Tina, nehm ich fest sofort. Alles klar, wenn dabei hoch. Warte, ich leg Bondage am Boden hier. Hier. Ich hab Bondage am Boden gelegt. Alles klar. Leute. Ja? Ich hab Blackscreen.
Ja, Ohrenwand auf. Ich glaube, das. Augenbinde. Warum? Nein, Tina, nicht gut. Oh, nicht jetzt sechs Spiele hier. Augenbinde. Brauche ich nicht, will ich nicht. Nimm das wieder weg hier. Der hat doch keinen Schmerzen auf Kopf, Kollege. Warte, ich mach das. Okay, ich dachte, da muss jemand aufstoßen. Ich bin voll hart am Reinbluten, Mann. Warum fesselst du mich? Das wollte ich nicht. Tina, nimm jetzt mal die Waffe weg. Tina, nimm die Waffe weg. Das hatten wir doch schon. Hey. Oh. Ihr wart das. Bloß hat es gefasst. Ich will da nicht wieder einsteigen. Tina, rein mit dir, komm. Ich hasse mein Leben. Guck mal, wessen Kopf schaut jetzt schon wieder raus. Gegen fährst, bin ich sowieso tot. Also bei dem her. Dito. Ja, aber die Waffe. Oh, Wand auch. Können wir den Kofferraum packen oder meint ihr, das Auto explodiert? Könnten wir unsere Sachen vorher ablegen, das ist echt eine gute Idee. Aufwand. Ein Aus. Im Kühlschrank. Wir sterben sowieso nicht in der Karre. Ja, stimmt auch wieder. Ach ja, und Start. Okay, alles klar, Mann. Okay, ich nehme auf. Kannst du wenigstens zählen, runterzählen oder uns irgendwas dabei erzählen, wenn du so Gas gibst wie ein Irre? Nee, das hast du einfach konzentrieren. Wir haben gemacht Unfall, da wir werden springen. Was? Also dann, es war mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Er benutzt die Straße als Rampe. Oh fuck, Mann. Ach so, ich dachte, er benutzt die Rampe. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja. Wald, 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 ja, Mann, Wald, Wald, Wald. Ich bin tot. Ich lebe noch. Nee, ich bin tot. Ich lebe noch. Nee, ich bin tot. Scheiß Dreck. Ey, sag mal, schwarzer Fahrer, was zur Hölle, Mann? Verrückte Leute, Mann. Seid ihr meine Kumpels, sag mal? Ihr seht alle beschissen aus, ja, ihr seid meine Kumpels. Wer der vorne oder was? Ey, bleib mal hier! Wo ist denn Tina eigentlich? Ah, da ist Tina. Jetzt, nee, warte mal. So sieht Tina nicht aus. Bist du Tina? Hallo, Tina? Tina? Tina hat keinen Rucksack. Tina? Also Tina hat einen Bart, glaube ich. Hä, du bist so klein. Wer ist so klein? Guck mich mal an, warum bin ich größer als du? Warum bin ich so klein auf einmal? Hallo. Hi. Ach, sie kenne ich doch. Hallo, ich hier Glatzkopf-Referent treffen. Ja. Ey, du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Nein, ich kenne sie nicht, das ist richtig. Glauben Sie mir, Sie kennen mich. Ah, ja Willi, guten Tag. Aber ganz ehrlich, ganz kurz. Leute, warte, warum stehst du nur hier im Boden, Alter? Was ist denn los mit dir, Nvidia? Okay. Ich bin mal ein Tuxedo kaufen. Ja, wir müssen... Nein, wir... Ah! Ah! Warum ist denn... Was? Yoga. Ist er jetzt schon wieder drin? Jetzt gucken wir, wie er jetzt ausschaut. Was ist denn jetzt los hier? Er sieht besser aus. Warum bist Yoga, du das? Yoga Extreme. Komm, wir gehen bei Garage. Komm. Okay, ja, ich komme mit. Tina wartet vielleicht bei der Bett. Ja, wie, die kann doch nicht. Wie, warum soll die warten? Ja, natürlich. Mega geil, Alter. Das ist das Beste. Ich kann das, nicht, das kann ich doch nicht aufnehmen, das wäre fatal. Ja, ich wollte gerade sagen, meine. Das wäre fatal. So, ich habe mir mal wieder die Ohrstöpsel hineingesteckt. Auto, ne? Ja, ja. Aber voll geil. Ich frage mich wirklich, ja, ich brauche aber auch ein bisschen Geld, glaube ich. Ja, danke. Bitte, bitte, kein Problem. Bitte, bitte. Habt ihr Interesse an Geschäften? Kannst du weiterfahren, Beatschen? Ich muss Auto packt aus. Beschimpft die doch nicht. Du kannst mal fragen, ja. Warte mal. Na, Helikopter. Ich glaube, der Typ hat einen Sprachfehler. Oh, schwarze Mann. So, hier, den. Ja, hey, don't fist me in the back, man. Leute, folgendes. Was, gelbe? Folgendes, ja. Ihr wisst ja alle, ne? Kann sich hier so Waffen kaufen, ne? Ja. Der Typ mit dem Propellerhut redet, hört zu. Ja, komm jetzt, ja, ich will rein. Also, scheiße, da sind wir. Okay, tschüss. Ey, davon habe ich ja gar nichts gesagt, ne? Voll geil, Mann, ich habe ein gelbes Shirt im gelben Auto. Der Propeller. Oh. Die Schreie, mega geil. Er wird den Nice Drift, Mann. Wo ist eigentlich Tina? Ist sie noch im Wald? Ich weiß nicht, wo Tina ist. Die liegt wahrscheinlich noch da, in dem Hoffnung, dass ein Medic kommt. Vielleicht vergeht sie sich auch an unseren Leichen. Wir könnten die Kohle noch einsammeln. Oh, guck mal, die Cops, hallo. Warte, liegt
wo wir gecrashed sind. Das muss doch hier rechts irgendwo gewesen sein. Naja, hier liegen auch, guck mal. Guck mal, das. Oh! Hier, hier. Guck mal, was ist denn hier los? Stopp. Hey, halt! Nein, wir müssen da stehen! Nein, wir dürfen das nicht! Ah ja, stimmt, das stimmt, wir dürfen nicht. Wir dürfen da nicht stehen. Aber Tina ist doch da. Nee, die ist tot. Die ist Scheiße. Doch auch tot. Oder weiß ich nicht, ich hab sie nicht gesehen. Aber wir dürfen da sowieso nicht hin. Ja, ich weiß, das ist Mist, ich weiß, ey. Scheiße. Stimmt, wir haben ja sogar jetzt schon. Alter. Ach komm, hey, komm, jetzt ist auch schon egal. Die zweite Karre erledigen wir auch noch, oder? Wo ist die nächste Rampe? Den willst du wirklich haben? Ja, weil dann aber die Serpentine, oder? Nein, wir machen jetzt einen Flug, einen kleinen. Okay. Ich finde es auch sehr schön, dass du dich mit den Fahrzeugen gar nicht mit dem Fahren beschäftigst, sondern mit dem Fliegen. Das finde ich wirklich imposant. Du musst mir. Achso, wir fliegen jetzt wirklich! Ja, wir fliegen! Oh Mann, ey! Oh shit! Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Okay. Ja, kommen, vorn. Okay, Bruce? Bruce, warte mal, ich muss mal kurz mit dir unter vier Augen reden. Bruce? Okay. Ich würde jetzt hier diese Folge beenden. Ist es okay? Ja. Okay, Bruce, willst du noch was sagen so zu den Zuschauern? Wir werden alle sterben. Geiler Scheiß. Danke fürs Zuschauen. Und. Ja, ach du Scheiße! Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Komm, Brofist, noch schnell. Eine Brofist noch. Warte. Helikopter. Okay, du kannst es nicht, Bruce. Okay, danke. Mach's gut. Doch. Tschüss. Hier. Ah, jetzt haut er uns ab.